Zeit ist gekommen, nun gegen die Pokéliga zu kämpfen. Los geht's, machen wir weiter mit diesem Part. Los geht's. Ob wir das schaffen? Keine Ahnung. Okay. Auf jeden Fall designmäßig wieder. Wow. Wow. Sie ist eiskalt. Gegen Eis-Pokémon sollten wir. Ist so richtig unfair, unser Glurak benutzen. Okay, was sprichst du denn? Willkommen in der Pokéliga. Du kommst gerade recht. Mir ist nämlich nach einem Kampf zumute. Okay, zieh dich besser warm an. Jugong! Wassereis! Naja, wer weiß, ob wir gewinnen. Oh ja. Dieses Mal sollte die Pokéliga eine Herausforderung sein. Nicht schlecht. What? Wasserdüse? Kurz, dass ihr das nicht verwechselt. Das hier ist das Rematch gegen die Pokéliga. Da leider ein paar Fehler entlaufen sind, dass die eine Aufnahme leider noch nicht gemacht worden ist. Deswegen schaut es gerade mal so aus. Okay. Ob wir es schaffen, das Rematch? Yeah. Rosanna. Jo, läuft hier ganz gut. Perfekt, perfekt. Zweites Pokémon von den Top 4. Von den Top 4. Ja. Die Härte hätte man auch gerne gespürt. Von der Stärke der Trainer. Wenn man nicht gerade zum ersten Mal besiegt hat. Aber ja, unser Simsala klärt das wieder mal wunderbar. Oh, 59 Kati, danke. Jetzt kommt Lamos. Auch Wasserpsycho. Eigentlich. So, ja. Gut. Gene. Das heißt, ich muss ihm nach diesem Kampf sofort wechseln, sonst schläft er ein. Das wäre ein bisschen nicht so produktiv für den Kampf. Gewinnen. Passt perfekt. Ja. Nein. Ab raus.
kann nur sagen, zuerst, wie ich es gespielt habe, locker, überrannt. Jetzt dagegen, ja. Uff. Ich danke dir für deine Liebe. Okay. Sie hat mich eingefroren. Sie hat geschafft, das, was sie gedroht hat. Ja, oh, es ist aufgetaut. Oh, perfekt. Sehr schön. Da müssen wir auch jetzt wechseln. Was kommt als nächstes? Sandama? Alola Sandama wahrscheinlich. Schau dir mal die Pokémon an von denen in der Top 4, nachdem wir sie einmal besiegt haben. Man sieht, dass sie sich verbessert haben, verstärkt haben und ja. Nicht mehr zum Lachen sind. Na, das war nicht so gut. Gewonnen. Ich habe zwar gegen dich verloren, aber es käme mir nie in den Sinn, deshalb mein geliebtes Eis-Pokémon aufzugeben. Das gilt auch für dich. Halte immer den Pokémon die Treue in dein Herzen schlägt. Jo, das war ja geil. Das ist, jetzt muss ich sagen, nee, kann ich nichts sagen. Das ist die Herausforderung, die ich gesucht habe. Ein bisschen zwar ein bisschen noch dran gewöhnen, die Herausforderung, aber yo. Sie bringt uns das, was ich haben wollte eigentlich. Und bringt sogar die Tränke, die ich gesammelt habe, was sogar langsam. Ja. Und vielleicht kommt sogar David mal zum Einsatz. Gut, schauen wir in den nächsten Raum. Was für Pokémon sich da verändert haben nach der Sieg über das erste Mal über die Pokéliga. Weil ja, da ist mal wieder der Kampfbereich. Wir wissen, dass er auch Kampfstein-Pokémon einsetzt, also wollen wir mal testen. Was sprichst du denn? Dieses Mal. Dein Kampfgeist, den du gegen Lorelei an den Tag gelegt hast, konnte man bis hierher spüren. Aber ich war auch alles andere als träge und habe mein Kampf-Pokémon unermüdlich trainiert. Machte ich auf ein wahres Feuerwerk gefasst. Wow. Yeah! Naja, schauen wir mal, ob wir wirklich Angst haben müssen vor dir. Bruno. Onix. Dein erstes Pokémon ist Onix. Das ist wie beim ersten Mal im Durchlauf. Das war mir klar. Deswegen Kaskade. Das war der Sieg. Nocturne. Da waren wieder. Hat der auch. Aber mir ist gerade nicht nachgegangen. Jo. Gut. Ich glaube, Bruno
ist der einfachste Top 4 Mitglied, was ich jetzt gesehen habe. Kapuzzi. Bleiben wir. Es ist Kampfwasser. Sollte gehen, glaube ich. Hat's überlebt. Muss ich ehrlich sagen, verwundert mich gerade. Ja. Das hat mich schon etwas irritiert. Aber wir beenden trotzdem den Kampf. $10. Visa Flora 59, perfekt. Glurak 59, perfekt. Geo Watz. Ah. Da gehen wir auf Gyarados. Wir hoffen natürlich, dass Gyarados. Ja! Da haben wir das Problem. Alola Geowatz. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und darf ich vergessen, sie werden auch jetzt die Alola-Pokémon nehmen. Ja. Ich danke auf. Nein! Da hilft nicht mal die größte Liebe. Sogar jetzt schon. Das war nicht so toll. Bleibt immer noch deine Schwäche. Windows schafft für ein Riesenmagnet. Maschumai? Überlebt. Ah. Ich aber nicht. Okay. Ich nehme es zurück. Er wird doch nicht der einfachste Gegner. Aber dafür der nervigste. Die Geschwindigkeit nur an. Und als letztes Kickli. Ah, Kickli. Ich hoffe, das hilft uns ein wenig.
Okay, Bruno ist besiegt. Jetzt sind es nur noch 3. All mein Training reicht immer noch nicht aus. Ich muss mich wohl der Wahrheit stellen. So wie du dich den nächsten Herausforderungen stellen musst. Ja. Da könntest du recht haben, aber gleich stelle ich mich nicht natürlich. Ich muss dir das teilen. Das ist ein bisschen gerade nicht so toll, das eigentlich finde ich gerade. Nächster Trainer. Gut, jetzt kommen wir zum nächsten Trainer. Das ist die alte Hexe. Wie die alte Hexe. Die setzt Geister und Gift-Pokémon ein. Gegen Geist und Gift helfen Psycho-Pokémon. Aber unsere Level sind immer noch ein bisschen zu schwach. Was ich eigentlich gerade richtig finde, um Action reinzubringen. Ob ich gewinne oder nicht, werden wir sehen. Da bist du ja. Wenn du glaubst, dass du mich aufs Neue besiegen kannst, bist du auf den Holzweg. Los, zeig mir, was du drauf hast. Das Coole ist, es sind neue Sprüche drin. Die Frage ist halt nur, wenn ich es jetzt dann zum dritten Mal mache, ob es dann anders klingt und ob sie dann noch stärker sind. Das ist die geile Frage. Aber sie haben 6 Pokémon. Normalerweise haben sie nur 5 oder so. Arbok! Naja, der ist schon viel Level höher als ich. Das ist auch ein gutes Zeichen. Sehr effektiv, aber hat überlebt mit 1 KP. Setzt Giftblick ein. Was passiert? Ich bin paralysiert. Das ist gerade nicht das, was ich wollte. Und jetzt Knirschein. Tot. Was? Nein! Überwindet mit der... Yo! Die Liebe überwindet alles, wie man so sieht. Ich danke dir. So bin ich wenigstens noch im Rennen. Was kommt hier jetzt als nächster Gengar? Gengar! Ich spüre wirklich den Level-Nachteil. Spüre ich. Manchmal, ja. Jetzt zum Beispiel nicht, witzig. Goldbart. Okay. Korrektur. Bis jetzt wirkt sie als einfachster Trainer, gegen den ich gekämpft habe. In der Top 4 meinte ich. Ja, wirklich, Alter. Okay. Oh ja. Ein Alola. Muss sagen, das Pokémon-Bild von ihr hat sich ein bisschen verändert. Meins nicht, muss ich ehrlich sagen.
haben nicht wirklich viel was gemacht. Was mich irgendwie wundert, dass das Video, was ich das letzte Mal gedreht habe, einfach so gelöscht worden ist. Technische Probleme wahrscheinlich. Aber ja, dafür seht ihr einen sehr interessanten Kampf. Vielleicht hätte ich auch... Ich hätte mir vielleicht erwartet, dass er die Mega-Tüte auch drauf hat. Aber... Ich werde dann irgendwann erwähnen, wo man die Megasteine auch kriegt. Alles zusammengefasst. Aber... Ja... Das schaut doch eh gut aus. Kein Wunder, dass Eich so viel von dir hält. So wie du auf... So wie du und Spielerraum miteinander wetscheifert, erinnerst ihr mich sehr an uns. Also, wir noch jung waren. Los, worauf wartest du noch? Ab in den nächsten Raum. Dann öffnen endlich. Dass unser Pokémon jetzt wieder ein paar davon in Mitleidenschaft gezogen worden sind, das war logisch. Dass wir ein paar Attacken aufheilen müssen. Das war auch logisch. Wir ändern mal die Teamaufstellung wieder. Schauen wir mal, was jetzt unser guter Siegfried als Pokémon hat mit. Und was für ein Alola-Pokémon er hat, was wir noch nicht wissen. Ja. Schön, dich wieder hier zu sehen. Dank dir ist der Ruf der Pokémon-Liga luftige Höhen geschrieben. Also, Drachenprofi und Oberhaupt der Top 4 werde ich natürlich versuchen, diesen Ruf gerecht zu werden und mein Bestes geben. Viel Glück dabei! Ja. Die vierte Runde. Yeah, das Halbfinale. Simon. Ja, das habt ihr auch am Anfang. Sagen. Meine Meinung war am Anfang, das ist kein Drachen-Pokémon, aber was soll's. Gut, das haben wir gleich weggekickt. Was kommt als nächstes? Ah! Wir wissen schon, welches Alola-Pokémon er hat. Kokowai. Kokowai ist ein neues Pokémon. Na bitte. Drachenpuls. Lurak, mach es fertig. Aerodactyl. Das zeigt schon ein bisschen Intelligenz. Da ist ein Aerodactyl als Gegner. Was mir nicht gefällt, muss ich ehrlich sagen. Ne? Weil wir immer noch die doppelte. Nein, die vier. Doppelte Schwäche Stein haben. Ja, oder vierfache. Und er tut's natürlich, was wir erwartet haben.
Wer ist schneller als wir? Jetzt die Frage, ob wir zurückschrecken oder nicht. Wenn nicht, dann wir zurückschrecken. Ja, das ist gerade. Wenn wir nicht zurückgeschreckt hätten, hätten wir ihn besiegt, wahrscheinlich. Aber schauen wir mal, ob wir noch schaffen. Nicht zurückschrecken. Ja. Wie, du schreckst zurück. War auch unnötig jetzt, dass du es überlebt hast, weil du zurückgeschreckt bist. Okay. Ja! Danke, Visaflor! Wie oft uns die Kraft der Liebe rettet! Ich kann nur sagen, dieses Spiel ist auch wieder so, ja, nice. Auch wenn wir Probleme haben, mit der Kraft der Liebe schaffen wir alles. Mit unserer Kraft und unserer Liebe. Ich vertraue nochmal auf Visaflor mit der Kraft unserer Liebe. Nein! Unsere Liebe ist zu schwach gewesen. Egal. Jetzt bist du dran, David. Zeig uns, was du kannst. Autsch. Okay, er hat es zurückgerufen. Autsch. Los, Kati. 65. Jetzt haben wir ja noch mehr Levelunterschied. Volltreffer, yeah, gut, Kati. Ha, gut gemacht, Kati. Und wieder einmal. Nein!
schon. Warum nicht gleich so? Schlag dich K.O. selbst. Ah. Gut so, K.T. An Verbrennung gestorben. Jetzt wird schon fairer. Jetzt ist K.T. auch schon auf Level 60. Gerade 57, ja. Yeah. Garados ging nicht. Muss wahrscheinlich nur ein Opfer sein. Weg damit. Gut gemacht, Kathi. Nehmen Sie alle 60, perfekt. Sein letztes Pokémon ist ein Glurak? What? Er macht eine Mega-Entwicklung? Yep. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dieser Mega-Entwicklung. Also, er hat eine Alola-Pokémon und hat eine Mega-Entwicklung. Wow! Und Donnerschlag. So hätte ich mir das nicht erwartet eigentlich. Dass er mich am Ende mit Glurak vernichtet. Überhaupt nicht so geplant. Aber, mein Drachenherr. Hätte doch eigentlich den Sieg davontragen sollen. Das zeigt wohl nur noch deutlicher, dass du einfach eine Klasse für dich bist. Du weißt ja, was dich jetzt erwartet. Verteidige deinen Titel als Champ. Gegen wen denn? Schon wieder gegen Spieler rum? Gerade die Hölle heiß gemacht. Setzt als erstes. Wenn ich noch richtig bin, Taubos an.
Moment mal. Es ist zwar eine Verschwendung, aber ein bisschen brauche ich Hilfe. Kabouter-Bobons? Nein, 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 nein. Eboli-Bobons. Ich kann dagegen jetzt nichts tun, ich brauche einfach Hilfe. Das andere nehme ich gar nicht mal. Verbessern wir das Ganze eigentlich. So viel ist umändern. Nur. Endgültig zu gewinnen. Passt. Ich zähle auf dich, Kathi. Los geht's. Ich habe auf dich erwartet, Champ. Jeden Tag trainiere ich dafür, dich endlich schlagen zu können. Und lass dich dir eins sagen. Sein. Heute werde ich bestimmt nicht wieder verlieren. Wow! Eine motivierende Rede. Wir wissen, dass er einen Raichu Alola hat. Das wissen wir mal. Ob er sich ein neues Mega-Pokémon genommen hat, das wissen wir auch noch nicht. Wir wissen, dass Taubos sein Mega-Pokémon ist. Gut, es bleibt weiter beim Mega-Taubos. Das ist gut. Luftschnitt.
Überleben wir das? Ja, perfekt. Oha, 6 Level schon höher. Okay, den Kampf haben wir eindeutig jetzt gewonnen, außer er macht etwas, was unerwartet ist. Yep, er hat was gemacht, was unerwartet ist. Das war gerade für mich unerwartet. Perfekt. Ha, der fickt die finale Runde. Wer wohl jetzt gewinnen wird? Ich weiß es nicht. Ich hoffe halt, dass wir gewinnen. Weil wir hätten es verdient. Für uns schaut es mal gut aus. Wir haben ein Pokémon von ihm schon nämlich fast schon kampffähig gemacht. Das zweite ist jetzt gerade dabei. Spaß. Nächste Bedrohung. Was kommt jetzt? Was setzt du ein? Oh, Level 60, Glurak. Ja, perfekt. Giflor. Komm zurück, Patty. Du hast dein Mega-Pokémon, jetzt kommt mein Mega-Pokémon. Boom! Das hat er reingehauen. Das nächste setzt ja rein. Noch nicht der Fan von Raichu. Was? Wie jetzt? Das ist Alola Raichu. So habe ich mich jetzt geirrt. Wie es ausschaut. Auch wenn ich sterben sollte. Los geht's. Wir tun alles für das nächste Pokémon. Das ist Pokémon. Das hier. Mit Leichtigkeiten besiegt. Wow, wir haben 8 Level Unterschied, verdammt. Dass wir da gewinnen. Eine gute Frage. Was ist geschwächt worden? Unsere Verteidigung, okay. Ja. Okay, wir haben einen Raichu weg. Er hat jetzt also ein anderes Alola-Pokémon. Okay, was kommt wohl jetzt? Simsala. Visaflor. Ah, 60. Perfekt. Das nächste ist ein Galoppa. Flammenblitz. Okay. Volltreffer und der. Und verletzt sich durch den Rückschlag.
hat's überlebt. Nice. Kaskade hat er nicht mehr überlebt. Gut. Der spannende Kampf nähert sich sein Ende. Als nächstes kommt Lamos. Psycho. Psycho. Wasser. Yo! Und jetzt noch sein Taubus. Der finale Angriff gehört dir, Kati. Also, los, Kati! Kati! Beende es! Mistkerl! Feigling! Beende es, Kathi! Gewonnen. Ja? Oh Mann, du bist immer noch eine Nummer zu stark für mich. Aber glaub ja nicht, dass du dich auf deinen Lorbeeren ausruhen kannst. Ich werde fleißig weiter an mir arbeiten und wieder versuchen, an mir den Titel des Champs zu holen. Oh nein, nicht schon wieder ich. Kintaku, mein Glückwunsch zu einem weiteren Triumph in der Pokéliga. Denk immer daran, es werden viele andere an deinen Thron sägen wollen. Es wird kein einfaches Unterfangen sein, deinen Titel auch weiterhin erfolgreich zu verteidigen. Aber jetzt sollten wir deinen harten, erkämpften Sieg erst einmal und feiern. Mir nach. Herzlichen Glückwunsch, Gentaku. Das ist die Ruhmeshalle in... Das wissen wir doch alle schon. Tja, das war das Ende, wenn man die Pokéliga beschafft hat, zweiten Mal. So sieht es aus. Ich danke fürs Zuschauen, ich hoffe, ich konnte diesen Part wieder nachholen, der es gefehlt hat. Tut mir leid,
die Pokémon von den anderen sind eher so beim ersten Mal, wenn ich es durchspielt, auf 54 so. Also ganz leicht, sie haben nur 5 Pokémon. Deswegen war ich jetzt auch verwundert, welche Pokémon sie jetzt hatten. Und ja, ich hoffe, ihr konntet mit dieser Information was anfangen. Ich wünsche euch damit, bin ich jetzt draußen und ciao mit euch.